Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, ihr habt's dem Titel wahrscheinlich schon entnommen. Live Extreme Series Episode 5. Wir nehmen uns dieser Sache an. Wir haben ja jetzt eine gute Auswahl von Fahrzeugen. Wir haben ja in der letzten Folge, beziehungsweise in der gestrigen Folge, uns den McLaren P1 geschnappt. Und was für ein geiles Fahrzeug, muss man ja schon sagen. Wir haben uns sogar, ja, gegen stärkere Gegner geschlagen. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht auch, was stärker als der P1? Ja, ich habe halt den schwierigen Schwierigkeitsgrad ausprobiert und ich habe noch nicht die passenden Leistungsstufen teilen, wie auch immer, drin gehabt. Egal, falls ihr die Folge nicht gesehen habt, holt sie auf jeden Fall nach. War gut, war spannend, war unterhaltsam, meiner Meinung nach. Aber, ja, wir wollen nicht so viel Zeit verlieren. Wir gehen in die Live Extreme Series und wir gehen auch direkt hin zur Episode 5. Wir brauchen ein Hypercar, wir brauchen ein Alpha-GP-Fahrzeug und wir brauchen ein Chat-Sprint. Und das haben wir alles, also deswegen geht's einfach mal direkt dahin. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier so machen können. Und da haben wir den P1. Mit dem werden wir jetzt auch natürlich auch fahren. Wir wechseln aber die Fahrzeuge trotzdem mal ganz kurz durch. Da können wir wählen. Wir haben ja noch den 918 und eben den 458 Speziale. Aber wir... Ja, ich weiß, das war falsch betont. Es ist kein spanisches Auto. Aber lasst mir den Gag. So, ja, wir nehmen den P1. Wir nehmen natürlich unseren Red Bull RB13, der nochmal ein Upgrade beim Design erfahren hat. Und dann den Proto Leopard. So, und dann geht's, glaube ich, los. Ja. Oh, geil. Wir sind im Hinterland von New York für das 5. Rennen der Live Extreme Series. Und wow, heute haben wir etwas Besonderes. Wir zeigen euch bekanntes Terrain auf ganz neue Art. Da sind wir im Rennen. Sehr schön. Live, robuste Kameras für härteste Bedingungen, freut sich, euch eines der unterhaltsamsten Rennen überhaupt bieten zu können. Und wir dürfen... Aber auch wenn es lustig ist, hart wird es in jedem Fall. Nur die Besten werden es schaffen, die Ziellinie zu erreichen. Die gute Nachricht, genau die sind heute dabei. Die Besten. Ja, ich wollte schon wieder sagen, schon wieder fahren wir auf nasser Straße mit dem P1. Aber jetzt haben wir ja auch ein bisschen Upgrades reingebaut bekommen nach dem letzten Hypercar-Rennen. So. Und dann geht es vielleicht auch ein bisschen besser jetzt um die Kurven. Wow, ja, so viel dazu. Da kommt der James mit seinem 918 um die Ecken. Der natürlich mit seinem Allrad hier ganz gut auf dieser nassen Fahrbahn fahren kann. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass ihr hier unseren nächsten Champion seht, auch wenn er gerade ziemlich weit hinten liegt. Was, jetzt ziemlich weit hinten? Ich bin Zweiter von 4. Ist jetzt ziemlich weit hinten. Ist noch nichts gegessen hier. Boah, die Kurven sind schon fies. Ja. Luis, jetzt ja mal gut. Ich weiß, dass du auch ein schönes gelbes Fahrzeug hast, aber... Die modernsten Autos der Welt bahnen sich ihren Weg über dieses Altertümchen. Nun, das nenne ich mal ein Spektakel. So, auf geht's. Komm, 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 komm. Ja, wir haben natürlich optisch am 918, schau ich schon, am P1 natürlich was verändert. Aber wie schon gesagt, guckt einfach die gestrige Folge an, falls ihr die nicht gesehen habt. Ich gehe einfach mal davon aus, ihr habt sie gesehen. Ja, wie sich's gehört. Let's play. So, jetzt kommt, holen wir auf hier. Wie es aussieht, will da wirklich jemand ganz nach vorne. Ja klar. Gewinnen, nichts anderes zählt. Ich bin noch ein echter Siegertyp. Spannend, jetzt kommt dann irgendwann der Wechsel, nehme ich mal an. Ist das Big Apple, was wir in der Ferne sehen? Also bei dem Tempo werden die Fahrer in 0, nichts hineinbeißen können. Vor allem werden wir jetzt gleich dann mit dem Form-1-Wagen unterwegs sein. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch ab hier. Ein Sprung ins Glück. Legen wir jetzt noch eine Schippe drauf. Guck mal, was hinten drauf steht jetzt auf dem Fahrzeug. Die Pixelhelden. Ja, vielen Dank an Stewie.
Der hat nämlich das Design ein bisschen geupgradet. Der wird es nochmal upgraden. Vielleicht hat er es jetzt auch schon. Also wenn die Folge erscheint, hat er es wahrscheinlich schon. Ich habe ihm nochmal Verbesserungsvorschlag gegeben, was er nochmal anpassen könnte. Er hat nämlich auch das Pixelheld-Logo drauf und so weiter. Aber das können wir gleich nachher nochmal angucken vielleicht. Konzentrieren wir uns jetzt lieber mal hier zu gewinnen. Nun, so etwas bekommt man nicht jeden Tag zu sehen. Ein Monoposto-Rennen im Herzen von New York. Ganz ohne Verkehr. Das stimmt, das ist echt kein Verkehr. Voll geil. Feier ich schon gerade. So. Sehr gut. Ui. Fassen. Das ist schon manchmal eine Zicke, so ein bisschen, das Ding. Waren ja auch ohne Fahrhilfen. Ich glaube, da hätte man links abkürzen können, oder? Da war so eine Chance. Ah, ne, kann man nicht. Hier ist ein Checkpoint, dann ging das nicht. So, jetzt geht's nochmal durch den Tunnel. Ich würde euch ja jetzt den vollen Motorsound anbieten, aber der klingt eh nicht so geil bei dem Fahrzeug. Deswegen lassen wir das mal. Upsala, shit, shit, shit. Was für ein Rennen, meine Damen und Herren. Was für ein Rennen. Ja, jetzt dürfen wir dann auch gleich wieder aufs Boot wechseln. Auf den Chat-Sprint. Wahrscheinlich dann im, im Central Park. Im See wahrscheinlich. Würde ich behaupten. Würde sich ja anbieten hier. In New York. Mal ein bisschen mehr abkürzen. Ist aber lustig, in der Closed Beta habe ich ja ein Video zum dem RB13 gemacht. Da bin ich ja auch hier in New York rumgedüst. Einfach mal so ein bisschen und jetzt fährt man tatsächlich ein Rennen damit. Finde ich cool. Vor allem ohne Verkehr. Da tappt schon was. Ja, und es wird sowas von in den Central Park gehen, oder? Weil er ist jetzt nämlich genau Sie hier hinten dran. Runde um Runde um Runde. Ich fahre mal von A nach B. Keine Runde, aber okay. Nicht mal komplett den Kreisverkehr einmal umfahren. So. Aufpasse, Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, und wie ich recht hatte, es geht in den See vom Central Park. Und jetzt erwartet uns das große Finale. Wie schnell wir da reingeflogen sind. Einem jetzt gerade schon ein bisschen langsam vor. Schauen wir jetzt mal hier über die Rampe auch nochmal. Ich glaube, Vorsprung haben wir echt einen guten. Jetzt können wir hier ein bisschen Slalom fahren, okay. Machen wir doch gerne. Hoffentlich wird euch jetzt nicht schwindelig, denn nun geht es in den Central Park, wo es viele Kurven gibt und alle sind sie eng. Was für ein Ort für dieses erlesene Jet-Sprint-Rennen. Was für ein Ort. So. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal was kommt bei der Extreme Series oder mit Episode 5 vorbei ist. Ja, werden wir sehen. Wir werden es erfahren, ja. So oder so. Bis jetzt läuft es ja ganz gut, ganz ordentlich. Nice, nice, nice. Seht euch die Aussicht an. Unsere Piloten können es nämlich nicht. Da durch. Jawohl, sehr schön. Ja, NOS zünden. Vergesse ich immer ein bisschen bei den Veranstaltungen. So, wir haben es auch bald geschafft. Nochmal außen rum. Weiß man, könnte ja wahrscheinlich auch abkürzen, aber egal. Es wird Zeit für unsere Fahrer ernst zu machen. Ja, ja, ich mache schon die ganze Zeit ernst. Und da gewinnen wir das Ding. Nice. Ich melde mich wieder aus New York, der Stadt, die niemals schläft, höchstens nach der Aufregung des heutigen Tages. Danke, dass ihr die Live Extreme Series Episode 5 eingeschaltet habt. Wir sehen uns noch einmal zum Saisonfinale. Läuft! Also, es gibt wohl doch noch ein Finale. Vielleicht machen wir das heute auch gleich noch mit, oder? Machen wir heute so einen richtigen Live Extreme Tag. Belohnung, die nehmen wir mit.
Oh, die hätten wir jetzt auch noch mitnehmen können. Okay. Kommstahl, Reifen, Auspuff, Steuergerät. Alles klar. Für Hypercar war das, ne? Dann gehen wir doch gerade noch hin zum Hypercar. Können wir das nochmal upgraden. Zack. Zack. Und zack. Sehr schön. Ja, dann gucken wir doch mal jetzt auf der Karte, ob wir das finden. Auf der Karte, ob da jetzt wirklich ein Finale ist oder ob wir da erst noch in den ganzen Veranstaltungen irgendwas reißen müssen. Seht ihr irgendwo nochmal so ein Extreme Series Symbol? Ich sehe jetzt nichts. Aber wir können ja übers Hauptmenü das mal suchen. Aktivitäten, Extreme Series. Nö, ich sehe nichts. Also ich sehe jetzt keine sechste Episode oder ein Finale. Ich könnte mir vorstellen, ihr müsst es nicht spoilern. Ihr könnt spoilern, ist ja jetzt kein Riesenspoiler, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir erstmal. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Dass wir erstmal hier überall diese ultimativen Fahrzeuge, also überall die entsprechenden, in jeder Kategorie den Boss besiegen müssen. Und dann schaltet sich auch die Life Extreme Series das absolute Finale frei. Und deswegen würde ich sagen, setzen wir da einfach mal an. Was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, ist einmal Motocross. Und was wir auch schon eine Weile nicht mehr gemacht haben, war Powerboat. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir bleiben mal einfach auf dem Wasser. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Powerboat noch. Und dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen wir Motocross und dann auch dann direkt das ultimative Fahrzeug. Ich denke, dass wir in der nächsten Folge das auf jeden Fall eine Folge zusammenkriegen, dass wir eben erstmal die Herausforderung freischalten, den Helikopter zu bekommen, beziehungsweise das Finale zu fahren und eben halt, ja, ihr wisst Bescheid. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter und machen jetzt mal ein bisschen Powerboat. Da haben wir nämlich, ja, immerhin 50%. Air Race haben wir auch noch nicht so viel, ne? Fällt mir gerade auf. Vielleicht machen wir auch ein bisschen beides. Ja, guck mal, machen wir erstmal ein bisschen Powerboat. Was haben wir da noch offen? Da haben wir noch, ja, das sind aber einige Veranstaltungen, die wir da noch nicht gemacht haben. Guck mal eine an. Dann machen wir mal hier die zwei auf jeden Fall, oder? Machen wir die zwei mal. Die sind nämlich auf Stufe 120. Da ist ja auch unser Powerboat am Start. Offenbar hat sich Clarence dazu entschlossen, uns heute mit seiner Anwesenheit zu beehren. Wie nett von ihm, auch wenn er nicht immer sauber spielt. Behalte ihn im Auge, besonders an der Streckenkreuzung. Oh, eine Streckenkreuzung, oha. Na, gucken wir doch mal. Ja, stimmt, den Clarence, den haben wir ja zwar eine Alpha Grand Prix so oder mehr oder weniger besiegt, aber wir haben ihn ja noch nicht direkt herausgefordert. Da geht ja auch noch was. Da geht's aber ab hier. So, auf, auf, auf. Hopp, hopp. Sehr gut. Das ist eine Erhöhung. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich würde ganz gerne mal auch nochmal ein neues Powerboat kaufen, aber die sind scheiße teuer. Ja, bin ich ganz ehrlich, werden wir sicherlich auch irgendwann tun. Aber aktuell muss ich auch ein bisschen aufs Geld achten, ne? Deswegen können wir das ja erstmal so fahren. Veranstaltung. So, dann nehmen wir mal den Sprung mit hier. Post. Ja, in seiner Welle zu fahren ist echt kacke. Da geht ein ganz schönes Tempo, ey, dieser Clarence. Ich weiß, Top 3 reicht, aber das ist nicht genug. Top 3 ist für mich nicht genug. Boah, was mache ich? Ich fahre hier dagegen. Das ist, glaube ich, auch ein 2-Runden-Rennen, ne? Weil das sind wir alles gerade eben schon mal gefahren. Also wir können ihm auch davor fahren, dass wir eben so ein bisschen die Linie kaputt fahren. Nein, das funktioniert nicht so wirklich. Hey, bleib weg. So, dass das Ziel kommt. Zieh, 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 zieh. Jawoll. Läuft doch.
Nice. Sehr gut. Hör mal, lass es mich gerade raus sagen. Ich glaube nicht, dass der ganze Mist nötig ist. Echte Profirennen finden auf dem Boden statt. In einem Auto, auf einer Piste. All der andere Müll mit Booten, Flugzeugen und was weiß ich, ist doch nur Quatsch. Sicher, kurzzeitig mag das interessant erscheinen, aber was, wenn die Leute genug davon haben? Wie weit müssen wir dann noch gehen? Wenn du mich fragst, und das sollte jeder, müssen wir uns an die Klassiker halten. Darin bin ich sowieso besser. Da muss ich ihm ausnahmsweise recht geben. Also ich finde, diese Bootgeschichte und so weiter ist halt eine nette Ablenkung hier im Spiel, aber ich finde es mit den richtigen Fahrzeugen auch besser. Da bin ich so einer Meinung mit ihm. So, zack. Zack, sehr schön. Und dann machen wir auf jeden Fall jetzt hier nochmal eine Powerboat-Veranstaltung. Und dann können wir hier nochmal Air Race gleich nochmal machen. Genau, die hier. Machen wir die auch noch. Hoover Dam, Lake Mead. Wunder menschlicher Errungenschaften. Und natürlich müssen wir noch höher hinaus und sie in Rennstrecken verwandeln. Hey, der Sportsgeist gehört zum Wesen menschlichen Strebens. Weißt du was? Du hast recht. Oh Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, ja, ist alles gut. So. 3, 2, 1. Los geht's! Ich hab dir beigebracht, wie du solche Situationen handelst. Atme ein, atme aus und dann los! Hau und halt dein Maul, genau. Also, das geht an dich. Alexis Kira 2.0. Brauch noch irgendeinen so dummen Nachnamen. Warten wir mal ab. Wird sicherlich bald wieder mal ein Spiel kommen. Da wird so ein Charakter auftauchen. Da kriegen wir schon diesen dreifachen Namen noch hin. Warten wir mal vor zu Horizon 4, ob es da nicht auch noch so eine nervige Person ist. Oh, ich hoffe so, dass Kira nicht in Horizon 4 ist. Gesetzt. Jetzt geht's hier. Uah. Ja, und was mache ich? Ja, aber auch so viel dazu. Komm weg da. Ich fahr auch nicht mehr fair. Guck mal, da hinten hat sich einer, glaube ich, an der Felswand überschlagen, der Arme. Na, ja, ist mir egal. Konkurrent weniger. Er landet ja weich Wasser. Naja, bei Wasser kann auch wehtun. Je nach Aufprallwinkel und Geschwindigkeit. Müssen wir lang hier rechts, ne? Ja. Auf. So, das ist der Hooper-Damm. Können wir da jetzt auch runterspringen wieder, oder was? Da fahren wir jetzt diesmal dran vorbei. Wir müssen ja schon mal dran. Oh Gott, da geht's ganz schön eng rum, alles klar. Da lang. Ne, wir sind ja schon mal da runtergesprungen. Ne, können wir hier noch erinnern. Diesmal fahren wir einfach nur dran vorbei, alles klar. Vorne ist auch schon das Ziel. Das war ein kürzeres Rennen, oder? Also kam mir jetzt ein bisschen kürzer vor. War auch okay. Erster. Reiche die Top 3. Haben wir geschafft. Aua! Belohnung! Sehr gut. Dann bauen wir doch da direkt die Teile ein. Sehr gut. Und dann machen wir jetzt die Air Races, oder? Haben wir ein Level Up jetzt nochmal gehabt? Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Kann schon sein. Genau, dann machen wir hier auch nochmal Beliebtheit, weil Beliebtheit pushen, dann leveln wir schneller auf und wir kriegen schneller weitere Punkte. Ne? Ist logisch. So, Aktivitäten. Wir bleiben hier. Und gehen jetzt mal hier zu Air Race. Da haben wir bis jetzt echt am wenigsten gemacht. Dann machen wir hier mal weiter. Air Race. Traditionalisten verkennen, dass alle Disziplinen aus demselben sportlichen Antrieb entstanden sind. Der erste Grand Prix fand 1906 statt. Das erste Air Race 2003. 100 Jahre später. Aber aus demselben Antrieb. So, dann gucken wir doch mal.
was wir hier reisen können. Ich fand, die Air Races sind echt schon schwierig. Also, wir haben ja im letzten Stream den auch mal gemacht und da haben wir ja gar keine Schnitte gehabt. Deswegen gucken wir mal, ob wir da jetzt eher eine Schnitte haben. So, also Figuren einhalten. Ich habe auch mal die Fahrhilfen ja ausgestellt. Fahrhilfen klingt irgendwie falsch beim Flugzeug, aber halt diese Assistenzhilfen war dann auch ein bisschen besser. Ja, und drehen. Und auf geht's. Bis jetzt liegen wir, glaube ich, vor der Vorgabe. Also ich finde es auf jeden Fall besser zu fliegen ohne diese Assistenzgeschichte. Ganz ehrlich. Das ist jetzt heftig. Jetzt machen wir einmal so. So. Was, falsche Richtung? Okay, dann habe ich verkackt. Sorry, dann habe ich da nicht richtig geguckt. Darum habe ich da nicht richtig geguckt. Komm, dreh dich runter und drehen. Komm, so. Dieser Immelmann, wie er ja offiziell heißt, den kriege ich gerade irgendwie nicht mehr hin. Am Anfang hatte ich das Gefühl, hatte ich den ganz gut als hinbekommen jetzt. Aber nicht mehr hin. Ja, ich weiß, ich muss andersrum. So. War gar nicht so einfach. Boah. Leider auch nicht crashen. Du trittst gegen meine Zeit an. Glaub nicht, dass du sie unterbieten kannst. Ist mir doch scheißegal. Du hast gerade eben noch gesagt, dass du hier eh nicht so gut bist. Also halt die Backen. Bis jetzt habe ich dich immer geschlagen. Mr. Clarence the Third. Das ist ein OP, wüsste. Der hat sich bestimmt auch aus dem Dreck hochgearbeitet. Das war knapp. Das Ding gestriffen. So. Also Spaß macht's schon irgendwie. Aber muss. Ich finde es echt anspruchsvoll. Aber hey, ich habe doch vorher das richtig gemacht, oder? So. Jetzt so. Und wo war das dann? Falsche Richtung. Das ist richtig. Okay. Ist echt falsch gemacht worden? Na egal. Ein bisschen darüber. Jetzt wieder hoch. Vorgabe, die ist schon dicht dran, so ist es nicht. Ich glaube, jetzt ist ja nur noch geradeaus fliegen, mehr oder weniger. Wir haben ja auch ganz gute Figuren. So, eine perfekte Figur wäre nochmal gut. Jawohl. Ein bisschen Zeit gewinnen. Jawohl, 10 Sekunden nochmal Bonus, das ist gut. Das ist doch schön. Schlage eine 244, das haben wir doch geschafft. Nice! Und auch nochmal Belohnung. Nehmen wir sehr gerne mit. Du hattest dein Rennen. Aber jetzt ist es an der Zeit, die natürliche Ordnung wiederherzustellen. Bla, wenn du bla, weiter glaubst. Bla, 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 bla. Diese Dialoge, ey. Könnte von RTL hier Nachmittagssendung. Dann werde ich dich Stückchen Schreiberling entstanden sein. Profil poolen. Geh nach Hause oder ich werde dich auf der Piste vernichten. Du hast die Wahl. Ja, ich hab dich doch auf der Piste schon längst vernichtet. Oh. Ist nicht passiert. So, hat er nicht gesehen. Ja, weiter geht's. Machen wir hier die nächste Veranstaltung. Air Race. Oh, hier ist nächste. Die Lieferung. Okay, aus gucken wir mal. Aus meiner Sicht hast du zu wenig Flugpraxis. Deswegen habe ich etwas für dich arrangiert. Oha, du übernimmst okay. einen Transportflug zum LA Airport für mich. Okay. Deine Maschine steht am Flugplatz auf der 1. Komm nicht zu spät. Hierbei gibt's eine Deadline. Okay, fliegen wir jetzt das große Ding da? Das wäre cool. Oder müssen wir gegen das große Ding fliegen? Gucken wir mal. Ach du, ist das das, was ich denke? Weißt du was? Ich hab eine Idee. Warum das Prachtstück in dieser Klapperkiste nach L.A. fliegen, wenn wir es auch fahren können? Du wärst im Handumdrehen da. Natürlich muss Alexis es nicht erfahren und... Oh, und wir könnten überall Kameras anbringen und deine Küstenfahrt live senden. Ka-ching, Views! Na los, ich weiß, dass du es willst. Schnapp dir einen Helm und ich übernehme den Rest. Oh,
Okay, das ist noch ein bisschen besser, würde ich sagen, als das große Ding fliegen. Nämlich, wir fahren jetzt einfach den Mark Proto Alpha, was das immer, wie auch immer der wieder heißt. Den wir uns sicherlich auch mal irgendwann noch kaufen werden. Natürlich cool, das ist jetzt hier zu Chatspin, sag ich schon, zu Air Race dazu gehört. Aber der klingt geil, ne? Das ist ja genau das, was ich ja gesagt habe, so, oder... Der RB13 klingt halt nicht so Hammer. Also generell, die aktuelle Formel 1 hat halt nicht so den Mega-Klang. Ist das cool? Aber der... Wir kriegen cool, so viele Zuschauer. Gib einfach Gas und bring den Wagen rechtzeitig nach L.A. Ja, und in einem Stück am besten halt noch, oder? Ich meine, das ist ja eine Lieferung für wahrscheinlich Kunden. Oh, Tunnel, ich bin leise. Ich bin wieder da. Ja, gut, war kein so langer Tunnel, aber muss man trotzdem mal kurz austesten hier. Ich finde, der geht aber ganz gut um die Ecken. Aber es haben ja auch einige geschrieben, eben, dass der RB13... Oh, nochmal Tunnel, ich bin leise. Bin wieder da. ja, ein paar haben ja geschrieben in den Kommentaren, dass der RB13 ein bisschen besser beschleunigt. Oh, Tunnel. Und ich bin wieder da. Oh, ich verdonner mich gerade selber beim Schneiden später, diese ganzen Stellen da hier richtig zu schneiden. Egal. Nee, genau. Das wird echt knapp. Du solltest einen Zahn zulegen. Boah, jetzt auch. Bin noch super in der Zeit. Nee, ganz viele haben gesagt, eben der RB13 beschleunigt ein bisschen besser und soll auch eigentlich ein bisschen besser um die Kurven so gehen. Aber ich finde jetzt so von der Kurvenlage finde ich den jetzt eigentlich echt angenehmer. Beschleunigen glaube ich auch, dass der RB13 tatsächlich besser ist. Aber kommt natürlich dann auch darauf an, wie das ausschaut, wenn man die maximalen Teile eingebaut hat. Da dann die Welt so ausschaut. Ich glaube, das hat auch nochmal einen großen Einfluss auf das alles. Ich meine, der sieht halt natürlich echt wie so ein Zukunftsformelwagen aus, ganz klar. Zum Monocoque, zum geschlossenen. So, da fahren wir hier an unserer Hütte vorbei. Da rechts. Das ist ja unser zweites Headquarter. Da bin ich auch immer wieder gefragt, warum ich das habe. Das ist Teil des Season Passes, beziehungsweise der Gold Edition wahrscheinlich. Da kriegt man halt dieses zweite Zuhause. So, dann kürzen wir mal hier drüber ab. Boah. Boah, fuck. Ach, geil, Alter. Und er bleibt einfach stehen wie so ein Vollidiot. Cockpit gehen. Nicht gesagt, das wird klasse. Die Lenkradbewegung ist überhaupt nicht da. Ist ja überbewertet zu denken. Sehr gut. Sehr gut. Ein paar Teile. Die kriegen wir jetzt aber für Air Race. Ja, hätte ich ja. Habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Ich weiß, es ist schwer, Anweisungen zu befolgen. Besonders, wenn man den perfekten Wagen und die leere Straße vor sich hat. Aber dahinter steckt Methode. Hier draußen brauchst du mehr als nur Talent. Du musst hart arbeiten. Perfektion erfordert Training und alles, was schlechter als perfekt ist, reicht nicht. Von selbst schafft es hier niemand an die Spitze. Nicht ich und auch du nicht. Das neue Blut braucht die alte Weisheit. Die Veteranen müssen ihr Wissen weitergeben. Und wenn du mich jetzt alt nennst, dann lasse ich dich für immer Übungsrunden drehen. Alt! Oh, scheiße. Aber irgendwie kein Sprung da jetzt, aber. Hui! Mit Aufsetzer. Sehr schön. Ja, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir einfach die Folge an dieser Stelle. Gestern hattet ihr ja ein bisschen eine längere Folge bekommen. Heute machen wir mal wieder pünktlich Schluss. Morgen geht es dann weiter. Ich habe ja schon angekündigt, da werden wir dann ein bisschen Motocross-Action noch mal ein bisschen machen. Ein bisschen eben die Offroad-Geschichte vorantreiben. Und dann dort das ultimative Fahrzeug uns ergattern. Und deswegen auf jeden Fall unbedingt einschalten morgen. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!